Hallöchen, du liebe Seele, willkommen an meiner Orakel-Strandpromenade zu meinem Logbucheintrag, mein ganz privater Spa-Bereich, heute einmal wieder beleuchtet. Das heißt, wir schauen bei mir und meinem Umfeld, was denn hier so los ist. Und beim Vormischen ist auch schon das Ass der Münzen herausgeflattert. Das heißt, hier geht es um Stabilität, um Sicherheit, um Glück, um Chancen und wertvolle Verbindungen. Was haben wir denn noch? Die Herrscherin, ja, die Herrscherin, die beherrscht so sämtliches. Die ist zum einen eine mütterliche Energie und zum anderen kann sie sehr gut delegieren. Sie hat's einfach drauf, ja. Etwas darf hier aufblühen, die Lebendigkeit auch umsorgt werden oder selbst umsorgen. Die Geborgenheit haben wir hier auch. Eine kreative Ader oder eine kreative Aufgabe könnte hier entstehen und auch eine Abwechslung. Okay. Dann haben wir noch vier der Münzen. Da geht es eventuell um Verlustängste oder auch eingeschränkt sein, übervorsichtig sein, vielleicht auch unbeweglich oder an etwas festhalten zu wollen. Okay, was haben wir noch? Voilà. Deute jetzt mal nicht über Kopf. Bube der Schwerter. Hier geht es um ein Plappermäulchen. Hier geht es um die Luftenergie. Hier geht es um Chancen, aber auch Kritik. Neuanfänge, Neuausrichtungen, Erkenntnisse, Umklärungen oder auch Streitigkeiten. Und die vier der Kelche. Ja, da könnte jemand eingeschnappt sein, weil es eine Kritik wohl gab, ja, eine Auseinandersetzung. Es könnte sich hier auf, es könnte sich hier um einen Menschen handeln, der etwas missmutig drauf ist oder eben auch miesmufflig, ja, ein kleines Mufflon oder auch eine Miesmuschel oder Miesmuffel. Ja, jemand Frustriertes, jemand Trotziges, auch jemand Verärgertes. Weil ja, auch hier kommt mir die Missgunst rein, ja, also. Jemand ist hier auf jemand anderen neidisch. Und dann haben wir noch neun der Stäbe. Die Skepsis, auch Ängste, sich verteidigen müssen, sich bedroht fühlen, auf der Hut sein, Angst vor erneuter Verletzung. Also hier gab's einen Disput, sage ich jetzt mal. Und das kann in jeglicher Hinsicht sein. Das kann beruflich, partnerschaftlich, zwischenmenschlich sein. Jegliche Bereiche. Hier, ja, könnte sein, dass jemand Neues in ein Feld, in ein Umfeld gekommen ist. Und da werden jetzt erstmal die Rangeleien ausgetragen, sprich Konkurrenzkämpfe. Das heißt auch wie sagt man ja, also die Rangordnung hier mal klarstellen, ja, wenn jemand Neues kommt, ob es jetzt in einer Herde, im Rudel ist oder natürlich auch im neuen Umfeld, Freunde, Bekannte oder auch im Beruf und im Kollegium, dann wird erstmal hier die Regeln aufgestellt und ja, und dann dementsprechend,
Je nachdem kann es schon sein, dass die eine oder andere hitzige Diskussion oder Debatte vielleicht auch vom Zaun gebrochen wird. Naja, haben wir ein richtiger Stabzaun, ein Holzzaun. Ja, und das stinkt jetzt jemanden hier, männlich oder weiblich, ganz egal. Hier ist jemand im Umfeld ein bisschen eingeschnappt, macht ein bisschen auf Leberwurst. Aber was soll man sagen? Wie man in den Wald reinruft, so schallt's halt auch zurück. Von nichts kommt nichts. Also ein Feuer entzündet sich selten von allein. Ne? Da muss ja immer irgendwas dazu beitragen, sei es ein Funke, sei es eine Glasscherbe oder. Und deshalb sieht es hier für mich nach einem Kurzschluss aus. Was haben wir denn noch als nächstes? Die Instabilität auf ein Gegenüberlein, ein Mitmensch, der hier ja, so ein bisschen unkognitiv, also unbedacht oder unbedarft unterwegs war. Oder jemand, der eben die Masken von anderen herunterriss. Ja, also hier kommt etwas ans Tageslicht und hier haben wir auch schon die Zuschauer oder eben jemand aus in meinem Umfeld, vielleicht sogar ich selbst, der hier dargestellt ist. In meinem Logbucheintrag heißt es immer Dame für Dame und Herr für Herr eigentlich. Ja, wenn ihr drauf schaut, dann dürft ihr es natürlich auch ummünzen. Ja, zwei, die sich hier entfernt haben, auch hier könnten es Diskussionen gegeben haben, harsche oder harte Worte, weil hier etwas nicht so ganz koscher lief. Also hier lief etwas gewaltig schief. Man hat sich auf eine falsche Fährte begeben, man hat sich voneinander wegbewegt. Und einmal dürft ihr raten, warum? Wir haben hier die Zeitverzögerung, durch wen auch immer, Schwierigkeiten, Ablenkung, auch Kränkelndes oder Toxizitäten, Umwege, Fallstricke, Nagelgürtel, Bremse, wie man es auch immer nennen mag. Energien, die in einer gesunden Verbindung nichts verloren haben, seien wir doch einfach mal ehrlich. So, was dürfen wir denn noch erfahren? Nehmen wir, was nehmen wir? Ja. Nein, erst die blauen. Okay, also. Hulala, jetzt geht's aber ab hier. Also, die maskuline Energy. Ah, hier haben wir die gleichen Karten wie kürzlich schon. Ja, ist das denn der Burner? Ist das denn der Burner vorgemischt? Und jetzt fliegen sie schon wieder raus. Also, männliche aktive Energie, das benebelte Herz, sich gefangen fühlen oder eben auch festhalten, die Missverständnisse oder Fettnäpfchen und die Dame-Energie noch dazu. Ja, das passt ja jetzt mal wieder sehr gut. Dame, Dame, Herren, Herren-Energie. Ja, die Missverständnisse, die der Fuchs ja auch anzeigt. Und ja, sich verschließen, ja, verschließen und auch instabil sein, ja. Also wenn man an etwas festklammert, dann ist man ja auch selber nicht in der eigenen Stabilität, sonst müsste ja man nicht an irgendetwas festhalten, vielleicht sogar an dieser Energie. Past-Life-Verbindung, wow, man kennt sich schon aus alten Leben, ein Déjà-vu, eine karmische Lektion. Ja, vielleicht heißt es hier wirklich, die karmische Lektion heißt, entscheide dich mal, für wen oder was. Willst du weiterhin auf einer kränkelnden Situation bleiben oder möchtest du jetzt mal hinsehen, was denn hier eigentlich die Ursache ist, nicht nur die Auswirkung? So, da war schon die Dreierbeziehung hier angezeigt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie auch noch rausfliegen will. Empowerment, erfolgreich sein, im Flow des Lebens stehen, auf allen Ebenen. Die Dualität, aha. Der Mut, riskante Situation, Angst haben, sich auf etwas Neues einzulassen und hinzugeben. Aha, also hier hält jemand an altbekannten, angeblich stabilem fest. Die liebevolle Fürsorglichkeit, der Fels in der Brandung, und da sehe ich hier diese Dame. Und was haben wir noch? Die Reise. Die Reise, es kann sein, man bewegt auf sich zu oder auch weg. In dem Fall sehe ich eher mit dem Sarg hier die Wegbewegung und auch, dass man sich wieder aufeinander zubewegen möchte, ja? Denn der Flieger fliegt ja wieder quasi retour aufeinander zu.
Okay. Am Unterdeck der Liebestrank, bis über beide Ohren, verliebt sein im siebten Himmel schwelgen oder auch Liebeszauber, der in der Luft liegt. Ja, zum einen könnte es sein, dass hier eine Ex sich eingemischt hat und jemanden wieder bezirzt hat. Vielleicht mit netten Bildchen, Videos, Anekdoten, Gesabbel und Gelabere und Honig ums Maul schmieren und das sprichwörtliche Lovebombing. Und wenn man selber schon spürt, das ist too much, das geht übers Übliche hinaus, dann sollte man vorsichtig sein und vor allem, wenn Menschen einem keine Fragen beantworten möchten, wieso, warum, weshalb, wie kommt man drauf, dass man hier das Herzblatt Nummer 1 ist, obwohl man sich erst ein paar Tage oder Wochen kannte. Oder allgemeine Floskeln einfach, was machst du hier oder dort oder da und man bekommt dann nur Ausflüchte oder überhaupt keine Antwort, dann weiß man, hier ist etwas Kränkelndes unterwegs, etwas Toxisches, alles andere als was Gesundes oder eine Heilungsenergie. Ja, und da heißt es, schnellstmöglich die Flucht ergreifen und loslassen, bevor man hier untergeht. Denn da kann man sich so dermaßen emotional drin verstricken, ist ja auch Verstrickung, dass man nur schwer wieder loskommt von solchen Menschen. Deshalb nicht zu sehr in den Emotionen verfallen und sich auf Worte einlullen lassen, sondern hauptsächlich nach den Taten sehen, wer oder was tut oder tut es eben auch nicht. Die Worte zeigen die Richtung und die Taten dann diese Richtung. Ja, also wer hier in Resonanz geht, Obacht, passt auf, wer wie wo was könnte es wirklich ernst mit euch meinen, also wirklich an einer festen Verbindung oder Freundschaft interessiert sein oder auch einen realistischen Geschäftsverbindungsvertrag, Arbeitsvertrag und wer nutzt euch vielleicht nur für eine gewisse Zeit, sprich Überbrückungsphase aus und wirft euch dann im schlimmsten Fall wieder weg und unterschlägt euch vielleicht noch eure geleisteten Überstunden oder euren Urlaub. Habe ich auch schon erlebt. Haben sie versucht, haben sie nicht erreicht. Deshalb, Obacht, hier ist irgendwas Kleingedrucktes noch im Felde. Und da darf vor allem dieser Mensch jetzt mal genau hinsehen. Und derjenige schaut auch schon hier hin, denn ihr, wenn ihr hier euch wiederfindet, ihr schaut weg in die Zukunft. Und das ist auch gut so. Ihr lasst hier etwas hinter euch, etwas Unehrliches, etwas Unreifes, etwas unterm Deckmäntelchen auch, etwas, was eben nicht offen und ehrlich war. Ja, also Flunkereien könnten es sein. Geschicktes, strategisches Lenken, um selbst ans Ziel, an die Ernte, an den Gewinn zu kommen, um was es sich hier auch immer handeln mag. Okay. Diese Verbindung hier scheint mir etwas schicksalshaft zu sein, denn wir haben hier ja auch irgendwo karmische Lektion doch gehabt, oder? War doch, glaube ich, hier irgendwo. Da, karmische Lektion, Déjà-vu, Past Life, da möchte ich mal rein spüren noch. Ui, die fliegt aber schön weit. Schätze deine Lieben, die Zahl 10, es ist wichtig, andere von Herzen zu lieben, ja. Und nicht nur aus dem Verstand raus, denn mir kommt hier eine Energie rein, die hier nicht von Herzen unterwegs ist. Geistige Verbundenheit, Zahl 27, die 9, die Verbindung in dieser Beziehung reicht über dieses Leben hinaus. Wieder Past Life, das gibt's nicht. Ja, es gibt's doch. Sehr typisch für meine Legungen. Zeige kleine Gesten der Freundlichkeit, die Zahl 5. Eine einfache Geste der Freundlichkeit kann dir deine Kraft schenken und deine Mitmenschen glücklich machen. Dann die Zahl 17, Quersumme 8. Habe Geduld, Liebe ist geduldig und freundlich immer. Ja, hier geht's um Geduld, bis hier jemand endlich etwas erkennt. Die Zahl 8, auch der Sarg hier wieder 5. Der Baum, das Wachstum, Stabilität. Jetzt ist das Licht ausgegangen. Ja, ich nehme schade, hier macht wirklich jemand das Licht aus. Aber ich denke, man erkennt es noch. Ja, Batterie leer. Ich denke, dass hier wirklich bei jemandem der Saft ausgeht. 10 Quersumme 1,
Der Reiter hier darf der Glücksbote voran galoppieren und 27 die Quersumme 9 glückliche Zeit treffen und auch wieder etwas Revue passieren lassen. Am Unterdeck haben wir noch die 3, das Schiff, das voran segeln, zurück zu dem, was du liebst. Dein momentaner Prozess gibt dir Gelegenheit, neu zu gewichten, was du willst. Genau. Kann ich gar nichts mehr hinzufügen, denn so soll es sein. Man kennt sich aus altem Leben, deshalb wieder zurück, back to the roots. Man kennt sich von vorigen Past-Life-Verbindungen. Da ist jemand als karmische Lektion noch dazwischen gegrätscht und jetzt erkennt man, wow, hier ist die wahre Seelenverbindung oder Seelenliebe. Man kehrt wieder zum Ursprung zurück, um hier weiter miteinander zu wachsen. Eine vermeintliche Seelenverbindung war hier eine karmische Lektion und das heißt so viel wie: Schau genau hin, welches Thema ist von einem alten Leben noch nicht bereinigt worden. Das kann in seinem vorigen Leben, hat man hier auch vielleicht schon eine Dreiecksverbindung gehabt, ist vielleicht einer fremdgegangen oder hat gelogen und betrogen, einen über den Tisch gezogen, in welcher Verbindung oder Hinsicht auch immer. Und da heißt es jetzt: Change your life. Änder dein Leben, mach's besser. Denn das Karma ist immer der Spiegel von dem, was wir aussenden. In diesem Sinne, meine Lieben, wer hier in Resonanz ging, es kann nur besser werden und ich weiß, dass ihr es als Community viel besser wisst als Seelen, die sich mit diesen Themen noch nicht wirklich auseinandergesetzt haben oder gar verleugnen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, liken, teilen, abonnieren, kommentieren, Glöckchen drücken und ich finde es schon wieder fantastisch, fantastisch, langsam, dass ich jede Woche, obwohl ich schon reduziert habe, meine Videos aus zeitlichen Gründen und da sie auch das schöne Wetter draußen ein bisschen genießen könnt, ja, jetzt geht's aber rund, finde ich es fantastisch, dass ich jede Woche circa 10.000 bis 11.000 Aufrufe habe. Das ist doch mega für meinen kleinen Kanal. Noch kleinen Kanal. Wir wachsen weiterhin und dafür bedanke ich mich ganz herzlich bei jedem von euch. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, macht's gut, macht's schick, deine Orakelnixe. Tschüssi!